Willkommen zurück zu Kirby's Air Rides. Yay! Seit dem letzten Mal haben wir uns eine Liste besorgt von Kram, den wir machen müssen, wie angekündigt war. Ja. Wir haben unter anderem auch gesehen, dass wir einige Achievements gar nicht gekriegt haben, die wir dachten, die wir schon hätten, wie zum Beispiel zertrampelt zu sein von Dynabit, haben wir nicht gekriegt. Schon ja. Muss er wirklich auf einem landen, damit wir das wirklich kriegen. Frech. Wir haben jetzt außerdem hier eine Liste von allen Maschinen, die miteinander kollidieren müssen. Wenn wir in Freerun-Modus gehen, sehen wir einmal alle Maschinen mit ihren Namen dran, sodass wir tatsächlich wissen, was hier was ist. In erster Linie müssen allerdings die leichteren Maschinen miteinander kollidieren. Die richtig fetten Maschinen, die eigentlich gut dafür wären, um mit irgendwas zu kollidieren, gehen leider alle nicht. Ja. Das ist übrigens der Flight Warpstar, den gibt's nur im Freerun, den gibt's nicht als normale Maschine. Ah ja, okay. Nur um es mal so zu sagen, damit jetzt niemand verwirrt ist, was dieser komische Flight Warpstar da macht in der Liste. Was ist das? Ja, wir fangen diese Runde direkt mal an mit einem Kampf gegen drei unglaublich starke CPUs und ohne Kevin. Ja. Ciao. Schnüff, schnüff. Wir haben nämlich noch ein Achievement zu holen gegen die CPUs. Ach, guck dir diesen riesen Bildschirm an. Ungetrennt. Ja. Oh, Rex Wheelie. Komm her, Rexy. Ich muss Schaden an allen Gegnern machen, also muss ich einmal Jagd auf die CPUs machen. Du musst Schaden an die Maschinen machen, ne? Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Guck mal, was da steht. Ja, to each vehicle. Boom! Da steht was von Vehicle. Ja, das hast du auch direkt mal kaputt gemacht, weil es ist Rex Wheelie. Minus 1, da oben ist der zweite CPU. Also der rote ist schon mal down. Merk dir mal die Farben, damit ich nicht aus Versehen. Ja, rot. Die unterschiedlichen CPUs. Nein! Ja. Jage. Der hat mehr Gleit gehabt, als ich dachte. Ich dachte, ich falle einfach geradewegs runter. Und jetzt sehen könnte, welche Farben das sind. Ja, das wäre der Vorteil. Leider kann man es auch auf der Minimap nicht sehen aus Gründen. Komm her, Wing. Weiter weg, als ich dachte, der Kerl. Wo ist er denn? Hängt hier irgendwo zwischen den. Komm her. Das ist auf jeden Fall der Pinke gewesen, der gerade war. Wo ist er denn jetzt hingeflitzt? Aua. Boah, die sind alle immer an der genau anderen Ecke der Karte, wenn ich zu denen hin will. Na. Komm her. Das ist auf jeden Fall der Gelbe, den hattest du noch nicht. Komm her. Knapp vorbei. Drecksack, hat der Rocket oder was war das für eine Maschine? Ja, ich hab mich drauf geachtet. So plötzlich weggeflitzt. Nee, er ist. Ach, er ist der Topspeedster. Der ist eigentlich über mir. Goddammit, Kollege, bleib hier! Ja. Da! Ah, ich hab ihn aber nicht gedamaged. Ja. Ich bin leider nicht gut da drin, Gegner exakt zu treffen. Ja, minus 2. So, wer fehlt mir jetzt noch? Light Blue fehlt mir noch, ne? Ja. Bist du da? Da sind beide. Kommt her. Nicht wegfahren. Hat er Gleit? Was ist das? Ah! Ich kann es so schlecht erkennen, wenn er nur für eine Bruchteil einer Sekunde mal eben... Geh doch kaputt, ist. Du blödes Haus! Welcher von den beiden ist er denn jetzt? Ich glaube, der rechte von den beiden Fallen. Da verlasse ich mich mal auf die Stärke von Rex Wheelie und nix. Da ist er, direkt hinter der Kiste. In einer Kiste abgeprallt. Die reicht dir aber auch aus. Ja, die weichen mir alle aus. Das sind Drecksäcke. Komm zurück. Komm zurück. Da ist er. Nein, das ist er gar nicht. Das ist pink. Ah, wo ist er jetzt hin? Da vorne ist noch einer. Aber der ist über Grund. Welcher ist es? Der ist vorne. Der ist blau, er hat gerade seine Maschine verlassen. Da. Ja. Ich hab gerade noch nicht drauf gesessen. Ich würde sagen, ich habe keinen Damage gesehen. Aber es ist. Was? Achso, okay. Ja, habe ich ja. Ja. Mehr oder weniger. Komm her! Ah! Wo steht er wohl? Wo steht er? Da. Nee, ist er das? Oder? Das ist er noch nicht. Ist er gar nicht. Der hat Bulks da. Der muss es sein. Komm, ich rotiere. Wo willst du hin, Bulks da? Jawohl. Ja, auf jeden Fall ist er. Also, ich habe alle gedamaged. Ja. Das Eiscreme. Jam, Eiscreme. Jetzt würde ich ihn. Boah! Drecksack. Jetzt würde ich ihn aber trotzdem gerne noch töten, wenn ich kann. Einfach nur, weil ich Rex Wheelie bin und gerade auf Jagd bin. Komm her! Ah! Dieses blöde Charge-Teil! Yes! Yay. Ich glaube, ich habe ihn zerstört. Ja, ja. Er ist explodiert. Kaboom. Nice. Der ist explodiert. Gute Arbeit, Team. Ja. Team? gute Arbeit, Rex Wheelie. Und weil ich sowieso gerade auf Rampage Aua! Bin, werde ich angegriffen. Frechheit. Ah! Wie unfair! Ja. Spreng Rex Wheelie! Ah! Ist Rex Wheelie! Die Flugfähigkeit des Steins. Schade. Ja. Fliegt weiter als ich dachte, aber dann doch nicht so weit wie ich denke. Ja. Ich dachte schon. Auf ins Hoch. Ich krieg dich!
besser. Jesus Christ! Der scheint viele Gleits hat der. Zu haben. Ja. Eine Maschine mit hohem Offense-Wert wäre gut. Gleit, 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 Gleit. Ja. Spring, Rex Wheelie! Ist ein Rex Wheelie. Hätte ja funktionieren können. Kein Springer. Ja, ich habe zumindest mein Ziel erreicht, also. Ja, du hast drei Leute gedamaged. Ich glaube, wir haben noch nicht das Achievement, die Golfholes hier dreimal zu betreten. Also machen wir das nochmal schnell. Einmal schnell Golf spielen. So, das sollte dann dieses Achievement gewesen sein. Liegt ein Hamburger. Das war ein Spike. Oh, oh mein Gott. Wenn meine Turnfähigkeit jetzt minimal besser gewesen wäre, hätte ich ihn vielleicht kriegen können. Jetzt bin ich jetzt stuck. Ja. Das ist schön. Ja. Schon eine rot leuchtende Maschine und es ist nur Shadow. Yes! ich habe ihn gekillt. Ja. Gut, damit habe ich zumindest 4 Kills diese Runde geholt. Oh, gut, das Time-Up ist. Da wäre ich nämlich voll reingebrettert. Ja. Okay. Bling. Also ich habe zwar nichts erreicht, so Item-technisch und aber so. Aber du bist immer noch etwa auf demselben Level, was Bots haben. Stadium kann nur eine Katastrophe werden, aber ich glaube, Destruction Derby 1 haben wir sowieso alles Gold zu holen gibt. Das haben wir so viel gespielt jetzt. Aua. Ah, wir haben mir die Gordos abgenommen. Ja, dreist. Ich gerne Fly. Puh. Aua. Alle sterben. Jo, jo, jo. Gute Items? Fragezeichen. Mein, ich weiß, ich hab so wenig Def. Ich glaube null. Ja, so. Es ist schön, dass Rex Wheelie so eine gute Basis von Maschine ist. Auf jeden Fall. Er hat einen hohen Offense-Wert. Aber ich bin schon wieder tot. Ansonsten ist Rex Wheelie ziemlich mies. Ich komme nicht dazu, irgendwas zu tun. Ja, Hilfe. Genau deshalb ist Rex Wheelie ziemlich mies. Oh, ich bin tot. Ich glaube, die CPUs schaffen das natürlich mit 10 Kills zu machen, diese Runde. Ja. Ha, ich habe jemanden gefeuert. Du hast sogar jemanden umgebracht. Mit dem Feuer. Mit dem Beinrot. Goddammit, könnt ihr aufhören, mich zu rammen, wenn ich hier stehe und... Nein. Im Wirbel! Im Wirbel gekillt! So, endlich habe ich mal ein gutes Item für Rex Wheelie. So. Boom. Boom. Abgrund. Gut, dass er gesprungen ist. Ich freue mich. Ja. Gib mir hier eine Unbesiegbarkeits-Lolli. Alle fahren nur in dich rein, ziehen gar nicht aufeinander. Da waren eben ganz viele gute Items. Ah, spring doch, Rex Wheelie. Aber du bist unbesiegbar. Das beste Item. Du bist nicht mehr Rex Wheelie. Ja, ich habe überlebt mit meinem 1 HP. Schön. Ja. Ich bin vielleicht Dritter geworden oder so. Bling! Soll ich auch noch blinken, oder? Weird. Ja. Du bist Zweiter geworden. 8 Kills! It's worth! Hauptsache Shadows da hat 3 Kills gekriegt. Wahrscheinlich alle an mir. Oh, schön. Ja, was haben wir alles gekriegt? Zerstöre Felsen. Spiele gegen 3 CPUs und mach allen Schaden. Was war das andere Achievement? Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen, so schnell. Leider gehen die sehr schnell weg. Ja. Das war da oben irgendwo. Irgendwo hier in der... Destruction Derby, zerstöre alle Felsen auf dem... Das haben wir nicht gemacht. Okay. Schaffen wir nicht. Okay. Wir haben auf jeden Fall unseren ersten lila Check gekriegt. Es gibt... Welches war's? Das hier war's. Es gibt... Öffne ein leeres Feld deiner Wahl. Felder. Ich glaube, es gibt 5 insgesamt. Ja, es gibt insgesamt 5. Und die Dinger können uns ein Achievement einfach geben. Also falls es zu schwer sein sollte. Also werden wir, wenn wir alle Achievements bis auf 5 haben, können wir die letzten 5 einfach freihämmern. Ja. Ja, das wird auch geschehen. Ja. Nur schon mal so angekündigt. Es wird 5 Achievements geben, die wir nicht holen. Das war das noch, was wir noch gekriegt haben. Sprungloch. Ja, ja, das habe ich ja absichtlich gemacht. Okay. Ja. Wir müssen jetzt auf 1000 Maschinen miteinander kollidieren. Ja, irgendwie sowas. Und wir machen uns mal CPUs an auf 1, weil die müssen sterben. Wir haben noch ein Achievement, töte CPUs so und so oft. Ja. Ich bin blau. Ich bin gelb. Wir müssen dringend mal die Farben freischalten. Die Farben sind alle relativ hohe Achievements, glaube ich. Na, teilweise. Ja. Dann schauen wir uns doch erstmal um, welche Maschinen es hier gibt. Also ich habe... Aua! Exakt, ich habe Warpstar hier und ich bin mir sicher, dass Warpstar Teil einer Kollisionsmission vorne ist. Vorne steht, glaube ich, irgendwo Wheelie, wenn der hier ist Rocket Star weggenommen hat. Das ist Wheelie Scooter. Das ist auf jeden Fall Wheelie Bike. Ah, Wheelie Bike. Wheelie Bike musste, war irgendwie zweimal dabei, was er kollidieren musste. Fink!
So, womit muss Wheelie Bike kollidieren? Mit Warp, mit Swerve. Und das war's. Muss Wheelie mit Warp oder Warp mit Wheelie kollidieren? Das ist wichtig. While riding Warpstar, break the Wheelie Bike. I'm gonna kill you. Ich komme. Warte, bleib stehen. Ja, ich stehe hier. Charge einfach da auf der Stelle und ich komme vorbei und mach dich tot. Boom! Away! hier vorne ist ein Bulkstar, wenn du ihn haben willst. Hier vorne steht ein Warpstar, den nehme ich mir. Der steht so direkt neben mir. Blub! Meiner. Da vorne ist ein Winged, aber Winged muss, glaube ich, mit nichts kollidieren. Ich glaube auch nicht. Also, Wheelie Bike muss noch Swerve kaputt machen. Und Swerve muss. Muss noch mit irgendwas kollidieren. Swerve muss Warp kaputt machen. Okay, hast du gerade Warp? Ich habe gerade Warp, ja. Nice! Warte, ich komm, ich hab Swerve. Tod und Zerstörung. Das Problem ist nur. Ja, du bist stärker als ich. Also, warte, bleib stehen, ich muss da nur rotieren. Stehst da irgendwie scheiße. Charge down hinter dir, warte. Dauert noch ein bisschen, weil meine Attack-Wert so niedrig ist. Na, ja, hast mich ja fast. Moment. Ach, stirb doch. Da ist gerade ein Wheelie Scooter gespawnt. Den nehme ich mir direkt mal. Nice. Wheelie Scooter musste von Compact zerstört werden. Von Compact, ja. Ja. Warte, ich hole mal irgendwo ein Compact zurück. Wenn noch einer da ist, ich sehe nämlich leider gerade keinen. Ach, das Wheelie Scooter ist so schön, der hat den minimalsten Drehradius. Und dreht sich wirklich auf einem Bierdeckel. Ja, sehr, das ist eine große Fähigkeit. Ja. Kann ja sonst nichts. Ich sehe leider keine Compacts mehr. Ich befürchte, die Compacts wurden alle despawned. Ansonsten müsste Wheelie Bike noch Swerve Star kaputt machen, wenn wir irgendwo noch ein Wheelie Bike finden. Wheelie Bike. Ah, Nebel. Dichter Nebel liegt auf der City. Ein Event, das wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Ein Event, das auch nicht viel macht. Liegt halt dichter Nebel auf die City. Ah, mal schauen. Nee, keine Compacts mehr da. Ich sehe auch kein weiteres Wheelie Bike. Dann. Könnte es das erstmal gewesen sein? Dafür haben wir irgendwie. Warte, hier ist Formula. Musste Formula mit irgendwem kollidieren? Ja, Formula musste Slick kaputt machen. Slick? Ja. Ich habe keinen Slick-Style gesehen, glaube ich. Hier ist noch ein Scooter. Ich sehe auch keinen Slick. Ja, der Scooter ist meiner. Ich bin gerade abgestiegen, um mal zu gucken, was eigentlich sonst rumsteht. Achso. Das ist meins. Turbo Star musste mit irgendwas kollidieren. Turbo muss Formula kaputt machen. Was? Ah, gut. Dann komme ich mal runter zu dir. Ich glaube, du stehst fast neben mir, deswegen sehe ich dich gerade nicht. Ja, ich bin blau. Ja, hi! Du standst direkt unter mir. Oh, ich bin auch schon fast tot. Es geht durch besser. Ist ja nur Formula. Ja. Und der Star, den ich habe, der hat tatsächlich ein bisschen Offense wert. Okay, sehr schön. Haben wir das auch geklärt? Aber das ist sicher noch ein Scooter, leider brauchen wir Scooter nicht. So, das wäre eine schöne Stadionrunde mit so null Werten. Das hat man davon, wenn man Achievements holt. Ja. Ich hätte gerne das Turn-Item hier. Schranke dürren. Brauche ich nicht, ich hab's guter. Ich brauche nicht keine Turn-Items. Ich hab Müllstar, also. Ja, das Ding ist wirklich ziemlich mies. Ich meine, er kann ganz gut sein, aber ich mag ihn einfach nicht. Ja. Wo ich außerdem gerade mal. Mist, hier oben bin, würde ich eigentlich den Stern zerstören, aber. Ich glaube nicht, wir haben das Achievement noch nicht, den Stern so und so viele Male zerstört zu haben. Ich habe das erste Teil gefunden. Nice. Ein bisschen später nur. Glaube ich. Ach, ich komme nicht da mit dem Ding. Bei nur noch 1,20 wird es eher schwierig, jetzt noch die anderen 5 Teile alle zu finden. Winged, ich brauch dich. Ich habe hier irgendwo gerade eben Winged gesehen. Ist jetzt despawned? Das ist Winged. Das ist scheinbar wirklich gerade eben abgehoben. Blöde Maschine. Ich komme nicht an den Stern ran. Ich auch nicht. Ich glaube, ich mach mal einen Dropkick dagegen. Moment. Ich hab noch 50 Sekunden, um in den Vulkan zu kommen. Wenn ich nicht sterbe bis dahin. Ja, bin ich leider sehr mies darin, diese Dropkicks zu machen. Oh Gott, ein Defense ab. Nur für den Fall, dass. Ich komm nicht da rein! Dankeschön. So. Noch 30 Sekunden. Da ist der Stern. Auf wie? Ach, ich droppe schneller als ich dachte. Ja, das hat nicht funktioniert. Ja. Das kommt davon, wenn man Sterne benutzt, die man normalerweise nicht benutzt. Ja. Ich benutze das Gute normalerweise auch nicht, obwohl er nicht schlecht ist, aber. Oh, oh, oh! Bam! Ich hab mir erwischt. Sehr schön. Es wird ein Charge-Item. Ich wollte sagen, mir sind wie 3 Charges entgegengeflogen. Die sahen so süß aus. Charge, Charge, Charge. Oh, Eiscreme, Eiscreme! Yes. Ey, Boost hoch. Uah, ich bin zu schnell.
Ich habe noch einen Teil gefunden, aber ich konnte es nicht mehr einsammeln. Hätte ja auch sowieso nichts gebracht. Ich weiß, aber es fliegt jetzt in der Gegend rum. Pling! Wir haben Dinge achieved. Und ja. Ich hoffe, gute Dinge. Keine Ahnung, ich habe 5 Boost-Items. Drag Race 2, ein geradliniges Rennspiel. Oh, gut. Ja, gucken wir mal, wie gut das funktioniert. Start! Oh, wo bin ich von Compact überholt worden? Wo sind die Booster? Da. Boost! Ich habe 5 Boost-Items, die helfen mir zumindest. Booster! Wenn ich in so einen Boost reinkomme. Ich habe Eis. Und so gut. Vielleicht sind die anderen, also sind die beiden anderen schneller als ich. Haben mehr Topspeed. Ich habe zum Glück einen relativ schnellen Star. Jetzt, dass am Ende endlich die Boosts kamen, dann habe ich es auch relativ einfach abgehängt. Relativ wenige Booster unterwegs, aber nice. Aua! Manu, du kannst mich doch nicht einfach angreifen. Doch, 25. Ja, ich glaube, damit haben wir nicht viel gekriegt. Wahrscheinlich nicht. Ran mindestens 10 Mal irgendwas. Lobster Wheelies Worth Turbo, ja. Ja. Das war 10 Mal den Stern, glaube ich, war das, wenn ganz, ich das richtig gesehen habe. Ganz viele Ran-Missionen. Kann sein, dass wir es gerade gekriegt haben, aber jetzt nicht so richtig drauf geachtet. Wir haben allerdings keine CPUs gejagt. Ja. Ich bin blau. Dann schauen wir mal weiter nach Maschinen. Ja. Und wenn das nichts wird, dann killen wir CPUs. Also da. Also das Slick. Slick das ist die Rakete, das Rocket Star. Ja. Und Slick. Mal schauen. Slick und Rocket. Rocket Star muss Turbo kaputt machen. Slick muss Rocket kaputt machen. Das ist dann ja hervorragend. Oh Gott sei Dank. Ich werde doch mal Rocket. Schnapp. Die stehen beide direkt nebeneinander hier hinten. Okay, ich komme. Dann hol ich mir mal Slick Star. Den Star, den man für nichts gebrauchen kann, weil er irgendwie nichts kann. Er hat schlechtes Handling, keinen guten Speed. Ich hab jetzt Rocket. Warte. Ich warte einfach mal hier im Wasser. Ich ist ein Wirbel direkt neben. Kannst du ein Stück da wegfahren? Der ist dann mega unpraktisch für Swerve. Okay, dann stelle ich mich mal irgendwo aufs Land. So. Ich komme. Oh Gott. Der Schaden, den ich gemacht habe. Das ist eine unglaublich schwierige Stelle, weil mein Handling reißt mich immer zur Seite, wenn ich zu dir fahre. Na. Dann kannst du eigentlich auf Slick bleiben in der Hoffnung, dass wir irgendwo Formula finden. Kannst du da mal wegkommen? Ich krieg dich nicht. Okay, ich stell mich auf die Straße. Vielleicht geht's da einfacher. Ich hasse diesen Star. So. Boah, ich mach keinen Schaden. Das ist unglaublich. Ich frage mich auch, ob es Destroy oder einfach nur einmal berührend ist, weil im deutschen Achievement steht Rammen, aber im englischen Achievement steht Zerstören. Hm. Vielleicht hättest du erstmal noch Offense-Ups gucken sollen. Ich seh dich weit, weit fliegen. Cool. Ich hab dich gleich. Das ist mal ein vernünftiger Treffer. Yeah. Ich sag, bleib mal drauf und hoffen, dass wir irgendwo Formula finden, weil Formula muss Slick kaputt machen. Hier ist noch ein Slickstar. Ja, sehe ich. Da hinten ist ein Compact, da ist Winged. Sehe so ein wenig Warpstar. Winged muss, glaube ich, gar nicht. Nee. Winged ist nur gut für die aktuelle Mission, weil es Airglider sein wird. Ja. Hier ist noch ein Turbo-Star, aber Turbo haben wir, glaube ich, abgeschlossen. Turbo hat Formula-Star kaputt gemacht, das haben wir gemacht, ansonsten... Ich meine, das... Muss Turbo kaputt machen, aber wir haben keinen Rocket. Wir haben keinen Rocket mehr, weil wir den zerstört haben. Ja. Oh, schön. Warpstar ist schon rot. Ist immer gut, schon rot leuchtende Maschinen zu finden. Tiny Tops. Oh, Topspeed. Ich glaube, das kann ich gut gebrauchen mit dieser Kloppenmaschine hier. Na. Irgendwie haben keine guten Maschinen heute da. Darf mich, weil ich fahr auf Slick. Schau, hier ist nochmal ein Wheelie-Bike, das brauchen wir nochmal für irgendwas. Ja, ich muss das Swerve kaputt machen. Wenn du irgendwo einen Swerve siehst. Ich hab da nicht gesehen. Ich nehm. Autsch, das Bike auf jeden Fall einfach schon mal für den Fall. Ja, mach mal. Das Bike. Ja, der Scooter ist gerade abgehoben. Zum Lenken muss ich A drücken, sonst geht das hier nicht. Das ist bestimmt ein Teil, oder? Ja. Sieht auch schon so auffällig aus hier an der Stelle. Was war ein Wirbelmix? Schwert. Gott, diese Lenkung. Ich habe Formula gefunden. Formula muss das Slick kaputt machen, also... Cool! Beeil dich mal Slick, komm mal hier ins Hochhaus. Naja, ich bin auf dem Weg. Wo steht er? Erster Stock, glaube ich, ist halt. Bin ich alles täuscht. Ja, erster Stock. Ja, natürlich noch. Ich häng hier in der Ecke und warte, dass du vorbeikommst.
Packen wir das Bike einfach mal in die Ecke. Der ist sowieso schon rot, also... Wenn ja, ich muss dich kaputt machen. Du musst mich kaputt machen? Ja. Ach so, wie geht's? Na ja, gut. Dann töte dich nicht. Aua, mein Turn-Item. Ja, das was wird innerhalb von einer Minute. Aua, mein Hydra-Teil. Ja, langsam aber stetig. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Nehmen wir diesen Dreckster ab. Ich bin leicht aus der Ecke geraten. Ich will jetzt nicht ahnlos, aber ich töte dich sonst. Yay, ich bin tot. Yay. Da vorne ist ein Sushi-Wagen, den kann ich mir schnappen. Oh, ich glaube, der ist weiter weg, als ich dachte. Ja. Komm ich da hoch? Nein! Kirby ist nicht gut genug, um ein Stockwerk hochzukommen. Ah, oh, ist ja fies. Das ist echt ziemlich gemein. Ja, dann... Du musst jetzt wahrscheinlich 23 Sekunden noch ohne Maschine rum. Schau ich mal, ob ich 20 Sekunden genug Zeit... Ja, dann komme ich zu dem Sushi-Wagen an. Na, Sushi! Damit werde ich nicht viel anfangen können, aber gucken wir mal. Na. Der Wagen, der keinen Charge hat. Der einzige Wagen, der seine Charge-Leiste niemals bewegt. Aber außerdem habe ich das zweite Teil gefunden, wenn ich das erste nicht verloren hätte. Wo auch immer das jetzt ist. Ist wahrscheinlich irgendwo auf einer Reling. Wahrscheinlich. Timer! Pling! Dinge sind. Hey, ich hab Weight! Du hast minus. Nein, das ist der Bot, der hat minus 1 Top Speed. Er Glider! Ja, richtig! Ja. Ich bin. Du kommst zu weit! Das ist ein Matchup! Zwei Compacts, ein Sushi-Wagen und ein Wheelie-Bike. Ich denke mal, Wheelie wird gewinnen. Fump! Ich fall wie ein Stein. Ah, die beiden fliegen noch? Oh nein, ich glaube, die gewinnen. Ja. Ja, die Compacts gewinnen. Na, auch wenn nicht bei viel, aber... Das ist bescheuert. Ja, wahrscheinlich sind nicht Gleit-Items. So ein oder zwei zumindest. Jedenfalls mehr als wir. Ja. Formula mit Slick. Slick mit Rocket haben wir geschafft. Ja. Ja, zwei weitere Kollisionen. Okay, schön. Ja, dann wird's wieder Zeit für eine kleine Pause. Und beim nächsten Mal gibt's weitere lustige Kollisionen. Tötungen von Bots und sonstigem Kram. Wir können jetzt bald das gesamte Feld sehen. Ja, bald. In der voran. Zwischenzeit werden wir wahrscheinlich mal nochmal durch die Checkliste durchgehen, mal eben die durchstreichen, die wir schon gemacht haben, damit wir beim nächsten Mal nicht verwirrt sind. Genau das. Ja. Also bis dahin, see ya! Aloha!